haben jetzt hier nicht viel sehen können, denke ich. Aber das ist meine neue Heimat. Schloss Harburg. Ja, ich bin jetzt eine richtige Schlossherrin geworden. Natürlich nur für ein Haus. Ein altes, 600 Jahre altes Haus. Das sogenannte Amtspflegerhaus. Hat mir unser Fürst persönlich überlassen. Ich habe in einem Konzert, und der Fürst war zufällig Gast, erzählt, dass ich ein neues Zuhause suche. Und daraufhin hat er mir und Rainer dieses ehrwürdige Anwesen, ja, verpachtet. Und dort wohnen wir jetzt seit 3 Jahren. Und da stellt das Leben ganz schön auf den Kopf, auf so einer Burg. Und Gott sei Dank habe ich etwas spanisches Blut in meinen Adern. Denn Kondition und Temperament braucht man auf so einer Burg. Lieben Dank. Ich meine nur, dass ich auf einem Schloss wohne, macht mich noch lange nicht zur Prinzessin. Ich weiß schon. Aber fühlen könnte man sich so. Jeden Tag, wenn man aus dem Fenster schaut. Es ist wie im Märchen. Merken schon, unser Konzertnachmittag geht dem Ende nahe. Es war toll. Ich habe mich so wohl gefühlt hier bei Ihnen. Die Kinder strahlen mich an. Dankeschön. Und Sie alle haben so also was Positives. Sie müssten mal hierher kommen. Ich fühle mich wie mit 10.000 Watt aufgeladen. Ganz toll. Dankeschön. Und so drängen sich meine nächsten Fantasiebilder auf. Ich sehe Sie, liebe Gäste, Ihr Strahlen, Ihr Lächeln, genauso wie heute, bei mir in Harburg. Wir haben einen Innenhof in dieser Burganlage, der ist in etwa so groß wie hier, so wie ein Fußballfeld. Und ich denke daran, alles mit schönen Stühlen, schöne Lampen, Kerzen. Sie mit einem Lächeln im Gesicht und ein Gläschen Prosecco. Die Fledermäuse fliegen oben drüber. Vielleicht habe ich auch, Sie haben es im Film vorhin gesehen, ich bin eine Hobby-Falknerin und ziehe immer wieder mal Falken groß. Vielleicht habe ich einen, der dann auch noch darüber schwebt.
Der Parkplatz füllt sich, die Feuerwehr kriegt Schweißperlen auf der Stirn. So stelle ich mir das vor. Das wird toll. Das wird was. Zweites Wochenende im Juli, packen wir es an. Ich hoffe, mit Ihnen zusammen. 12., 13., 14. Juli. Wir machen es 3 Tage, weil wir haben so ein kleines Tor. Da kommt man nur mit einem PKW durch. Wir müssen alles händisch hinauftragen. Und damit sich die ganze Schufterei rendiert, machen wir es gleich 3 Tage lang. Und vielleicht haben Sie ja Zeit, mal dabei zu sein. Ich lade Sie herzlichst ein. Wir verwöhnen Sie kulinarisch in unserem Restaurant. Sie können auch himmlisch schlafen. Und vielleicht einen unvergesslichen Abend. Für mich auf jeden Fall. Schön, dass Sie da waren. Auf Wiedersehen. Thank you.